Im letzten Video zur Europawahl haben wir uns die Parteiprogramme von CDU, CSU, die Grünen und SPD angeschaut. Diesmal schauen wir uns die drei anderen Parteien an, die auch im Bundestag vertreten sind, also FDP, Die Linke und die AfD. Viel Spaß dabei! Beim Thema Klima fordert die FDP eine europäische Klimapolitik mit abgestimmten Zielen. Außerdem wollen sie das Pariser Klimaabkommen einhalten. Ein Schwerpunkt sieht die Partei beispielsweise im CO2-Zertifikatehandel. Außerdem wollen sie EU-weit Wälder aufforsten. Beim Thema Asylpolitik wollen die Liberalen, wie die FDP auch genannt wird, einen fairen Verteilungsschlüssel für die EU. Außerdem wollen sie ein europäisches Asylsystem. Das bedeutet unter anderem, dass ein Staat, der mehr Geflüchtete aufnimmt, finanzielle Unterstützung erhalten soll. Wie viele andere Parteien auch, fordert die FDP einen ständigen europäischen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Zusätzlich möchte sie einen echten europäischen Außenminister installieren. Die FDP will echten Wohlstand erreichen und sie glaubt, dass es nur im Freihandel möglich ist. Außerdem fordert sie die EU auf, weitere Investitionszulagen von 500 Milliarden Euro bereitzustellen. Die FDP möchte eine European Valley haben, mit eigenen Cloud-Anbietern und europaweiten Datenschutzrichtlinien. Fördern möchte sie Startups und junge Unternehmen. Die Linke möchte einen Neustart für Europa. So sollen die Mindestlöhne angehoben werden, in Deutschland auf 12 Euro. Außerdem soll die Mindestrente eingeführt werden. Für den Klimaschutz fordert die Partei, die Lebensweise muss sich radikal ändern. Sie fordert deshalb zum Beispiel autofreie Innenstädte oder einen kostenlosen Nahverkehr. Außerdem ist das Ziel, bis 2030 aus der Kohlekraft auszusteigen. In Sachen Asylpolitik möchte die Partei legale Fluchtwege und ein Seenotrettungsprogramm. Abschiebungen lehnt die Partei ab. Bei dem Thema Rüstung und Militär fährt die Partei eine klare Linie. Sie wollen Waffenexporte stoppen und dass Europa abrüstet. Deutschland soll aus den militärischen Strukturen der NATO austreten. Gegenüber Russland möchte man ein gutes Verhältnis und möchte, dass die EU-Sanktionen aufgehoben werden. Für die Wirtschaft fordert die Partei Mindeststeuern für Konzerne. Steueroasen sollen aufgehoben werden, genauso wie Großbanken. Die sollen auch abgeschafft werden. Für das Internet wünscht sich die Partei, dass es solidarisch, offen und frei ist. Eine Vorratsdatenspeicherung lehnt sie ab. Das Thema Migration ist nach wie vor noch ein Kernthema der AfD. Sie möchte, dass die Massenzuwanderung unterbunden wird. Außerdem lehnt sie eine europäische Arbeitslosenversicherung ab und möchte Maßnahmen gegen das Lohndumping zwischen europäischen Ländern erreichen. Den menschgemachten Klimawandel zweifelt die AfD an. Von Klimaschutzpolitik hält sie relativ wenig und sagt, das sei ein Irrweg. Das Pariser Klimaschutzabkommen lehnt sie zum Beispiel ab. Damit steht die Partei alleine da. Die AfD sieht die europäische Zivilisation in Gefahr. Der Grund? Die Asylpolitik. Deshalb fordert die Partei nationale, dauerhafte Grenzkontrollen. Die AfD glaubt an die NATO und lehnt eine europäische Armee ab. Beim Thema Finanzen und Wirtschaft soll sich die EU für Freihandel und offene Märkte einsetzen. Außerdem könnte es unter der Partei wieder die deutsche Mark geben, denn sie möchte, dass optional die Nationalstaaten wieder eine eigene Währung einführen können. Thema Digitales. Europa soll die IT-Kompetenzen in der Forschung und Entwicklung stärken, damit am Ende europäische Software und Hardware entstehen kann. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt den Überblick, was bei den Parteien in den Programmen steht. Wenn ihr allgemein wissen wollt, wie die Europawahlen funktionieren, könnt ihr dieses Video angucken. Ansonsten sehen wir uns bald wieder bei Politikt. Wir zeigen euch, wie die Politik tickt.